Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das war irgendwie jedes Mal, wo ich eine E-Mail bekommen habe von Amazon, wo es geheißen hat, ach übrigens, erinnern Sie sich noch daran, als Sie vor 4 Jahren das Blu-ray-Steelbook von Undisputed 4 bestellt haben? Ja, es ist noch einmal verschoben. Mittlerweile kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das Teil eigentlich vorbestellt habe, wann das Teil eigentlich ursprünglich erscheinen hätte sollen. Definitiv nicht erst jetzt. Aber jetzt ist es soweit. Boyka is back im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Actionstreifen Undisputed 4 mit Scott Adkins ist hierzulande in seiner Uncut-Fassung auf DVD, Blu-ray bzw. auch im Blu-ray Steelbook veröffentlicht worden. Wobei Scannavo auch bei dieser Steelbook-Produktion Mist gebaut hat und auch hier an der rechten Kante eine Delle auftritt. Und nein, diese Dellen, nach dem, was ich auf Facebook gelesen habe, sofern sie da sind, sind sie dann auch bei der kompletten Auflage da. Auf dem Backcover finden wir einige Informationen rund um den Film, Inhaltsangabe, Filmbilder bzw. auch die technischen Details. New Image Produktion von Isaac Florentin und Boaz Davidson. Das sind ehrlich gesagt Namen, da freue ich mich. Avi Lerner, jawohl, ja, das ist halt New Image. Wenig überraschend. Außerdem gefällt mir relativ gut, dass dieses Backcover-Blatt nicht wie bei den meisten anderen Steelbooks nur ein einfaches Papier ist, sondern etwas dickerer Karton, nur an einer Stelle hier per Klebepunkt am Steelbook angeklebt, wobei, gut, das hinterlässt die Rückstände, das ist kein großes Problem. Außerdem muss ich zugeben, normalerweise mag ich ja keine Schwarz-Weiß-Artworks, aber das ist eines, das genauso wie es hier präsentiert wird, meines Erachtens nach was hermacht. Wir haben Scott Adkins' Namen ganz oben in dem Rahmen. Wir haben den Filmtitel Undisputed 4, Boyka is back geprägt. Wir haben einen einfärbigen Hintergrund als Himmel, der den metallischen Steelbook-Effekt quasi ausmacht, der nur durch den gestaltet wird. Wir haben außerdem hier Scott Adkins stehen. Wir haben den Gang aus dem Gefängnis stehen, jeweils im Hintergrund, immer wieder teilweise mit etwas leichten Metallic-Look, das Ganze noch dazu matt gemacht. Das sieht für mich wirklich cool aus. Auch, oh yeah, dieses Bild quasi hier, was auch auf dem Backcover-Flyer drauf ist von Scott Adkins, mit eben demselben Effekt wie auch auf dem Frontcover. Dafür allerdings, machet mal ein bisschen reißerischer, gell? Mit einem roten Blutspritzer dran als einziges Element, das irgendwie bei diesem Cover-Design grundiert ist, sodass sich das noch ein bisschen abhebt, sieht aber trotzdem irgendwie ganz nett aus. Ja, ich würde, hoppala, wirklich meinen, ganz nett ist hier definitiv die Sache, die zählt. Das ist jetzt nicht wirklich umwerfend schön. Da hätte man definitiv mehr bringen können. Aber mir gefällt es eigentlich durchaus gut. Außerdem drinnen dann auf der rechten Seite wie gewohnt die Blu-ray mit demselben Motiv drunter. Außerdem auf der linken Seite wieder Scott Adkins. Ja, das schläfert mich ziemlich ein, vor allem, weil es relativ schwach gedruckt ist. Ich tue mir da sogar schon schwer, das in irgendeinem Winkel in die Kamera zu bekommen, dass ihr es am Video gescheit seht. Außerdem nur schwarz-weiß. Nein, das ist definitiv was, was mir nicht gefällt. Dafür allerdings, das habe ich erst jetzt entdeckt, tatsächlich ein durchgehendes Artwork, weil dieses Teil, wo Scott Adkins drauf sitzt, ist das ein Gefängnisbett, doch das kann ich schwer erkennen, geht hier auf die rechte Seite von diesem Innenartwork durch. Dort ist halt allerdings nur noch dieser Stern drauf geklatscht. Ist irgendwie eine ganz nette Sache, vor allem nachdem der Film auf Blu-ray erscheint zu einem Preis von unter 15 Euro und bei diesem 15 Euro Anschaffungspreis auch gleich noch ein Steelbook mitbringt, muss ich an der Stelle echt sagen, da kann man sich eigentlich nicht beschweren.